da im Creative Team mitgedacht hat, gefilmt hat, geschnitten hat, ausprobiert hat. Danke vielmals. Für mich ist die Person, die es tatsächlich schafft, Stege zu laufen statt den Lift zu nehmen, das ist mein grosses Vorbild und für mich ein Inbegriff von Erfolg, wenn du das kannst. Ich bin nämlich mehr die, die schnell den Knopf drückt. Anyways. Gewohnheiten, Habits prägen unser Leben. Man kann sogar sagen, unsere Gewohnheiten machen uns. Und wir wissen, dass Gewohnheiten das Potenzial haben, um uns entweder aufzubauen und stärken und uns zu dem machen und bringen, was wir eigentlich sein wollen. Oder sie haben auch das Potenzial, um uns stoppen, hindern, vielleicht auch ganz... hart gesagt, auch zum Teil zerstören. Und darum wollen wir uns in den nächsten 3 Wochen fragen, wie kann ich gute Gewohnheiten entwickeln und erhalten, damit sie mir zum Guten dienen. Weil jeder von uns möchte in dem Bereich, wo wir drinnen sind, erfolgreich sein. Wir wollen gute, erfüllende Beziehungen leben. Wir wollen können gut umgehen mit dem Geld, das uns anvertraut worden ist. Wir wollen gut umgehen mit dem Körper, den wir haben. Wir wollen gut umgehen mit dem, was Gott uns anvertraut hat. Und in der Vorbereitung bin ich auf sehr ein sehr spannendes Zitat gestoßen von Sean Covey. Und er sagt, erfolgreiche Menschen tun konsequent. Jeder sagt konsequent. Konsequent. Jeder erfolgreiche Mensch tut konsequent das, was andere Menschen gelegentlich tun. Also das Geheimnis ist ganz simpel. Das Geheimnis zum Erfolg haben, ist, etwas konsequent zu machen. Und das kannst du in allem Möglichen, in jeglichen Bereich kannst du das sehen. Die ihre Finanzen im Griff haben, sind die sich ein Budget zusammenlegen und wirklich konsequent ihre Ausgaben in einer App reinspeichern oder neu mit aufschreiben. Die schöne Muskeln und Sixpack haben wie mein Mann, das sind die, die täglich, Tag ein, Tag aus, ihre Liegestütze machen und ihre Übungen machen. Die gute Beziehungen sind die tagtäglich den Mut aufbringen, um ehrlich zu sein, um auch Konflikte anzugehen, um Schwierigem nicht aus dem Weg zu gehen. Die im Glauben und Feier sind, die Zeichen und Wunder erleben, sind die tagtäglich sich Zeit nehmen für Gott und mit ihm in Kontakt sind und wollen mehr von ihm sehen und erleben. Konsequent, das ist das Geheimnis zum Erfolg. Konsequent sein. Und das ist jetzt nicht ein Prinzip, das weit weg ist von der Bibel oder so, sondern es ist ein Prinzip, das wir auch Glaubenshelden in der Bibel haben, die das umsetzen. Einfaches Beispiel, die Antwort ist, wer ist es? Jesus, genau, die Antwort ist Jesus. Jesus hat konsequent Tag ein, Tag aus Sachen gemacht, die ihm dann geholfen haben, erfolgreich zu sein in seinem Ministry. Und was war es? Er ist konsequent, hat er sich von der Menschenmenge zurückgezogen. Wir lesen, er ist auf einen einsamen Berg gegangen oder an einen einsamen Ort in der Nacht und hat zu Gott gebetet. Und aus dieser Gemeinschaft heraus hat er können handeln, wie er gehandelt hat. Er hat gesagt, ich sage nur das, was ich meinem Vater höre sagen. Ich mache nur das, was ich meinen Vater sehe machen. Warum? Weil er konsequent Zeit mit ihm verbracht hat, Tag ein und Tag aus. Oder Paulus, ein Wahnsinns-Evangelist, oder, wo die Missionsreise gemacht hat. Oder wo berühmter ist als der Billy Graham oder der Todd White und so, oder? Was war sein Geheimnis gewesen? Der Paulus ist konsequent, wenn er in eine neue Stadt gegangen ist, hat er sich die grösste Piazza ausgesucht, das Stadtzentrum, ist hergestanden und hat angefangen von Jesus zu erzählen. Das hat er in Athen gemacht, in Korinth gemacht, in Ephesus gemacht, in Thessalonich gemacht. Das war seine Habit, das war seine Gewohnheit. Und was war das Resultat? Menschen sind zum Glauben gekommen, Kirchen sind entstanden, aus dem heraus sind Briefe entstanden und wir profitieren noch heute von dieser Habit.
Jetzt ist ja bald Neujahr, oder? Und ich finde, der Dezember, der rast ja, oder? Und viele von uns wollen noch das Jahr gut abschliessen oder denken, ist schon vorbei für mich. Ich fange dafür gut an. Für all die das Presscamp gehen, die fangen definitiv gut an. Anyway, oder? Und für mich ist das so ein bisschen eine Zeit, wo ich denke, wow, ist eigentlich gut, ich kann reflektieren. Und irgendwie weiss ich, soll ich das überhaupt machen, mir gute Vorsätze nehmen? Weil ich weiss, dass innerhalb von 1-2 Monaten das vergessen geht, oder? Aber es gibt tatsächlich Leute, die, wenn sie sich etwas vornehmen, das wirklich können umsetzen und ihr Ziel können erreichen. Heute Abend wollen wir zusammen 3 Sachen anschauen. 3 Sachen, die zeigen, wie man sein Ziel eben nicht erreicht. Weil das ist viel mehr common. Wir erreichen viel weniger unsere Ziele als die es schaffen. Aber genau. Als die es schaffen. Und manchmal, wenn man sich ja so ein Ziel vorgenommen hat und man das nicht schafft, dann fühlt man sich so ein bisschen frustriert, oder? Das ist bei mir, wenn zum Beispiel ein Päckchen von Amazon kommt, wo mir 30 Stutz gekostet hat oder 50 und ich das Gadget eigentlich gar nicht brauche, aber ich bin auf die Insta-Werbung halt schon wieder reingefallen, weil ich das Gadget eben doch unbedingt brauche, oder? Und dann bin ich frustriert. Und so eine Frustration, die hat auch der Paulus gekannt, oder? Und vielleicht kennt ihr sie auch. Der Paulus sagt, ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Warum ist 3 am Morgen und ich bin immer noch an dieser Netflix-Serie am Suchten? Warum? Warum könnte nicht einfach 11 sein? Aber nein, es ist 3 am Morgen. Ich habe wieder, und in 3 Stunden muss ich wieder aufstehen und fit sein. Oder? Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle. Denn ich tue nicht das, was ich tun will. Im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich hätte morgen eine grosse Prüfung gehabt, aber anstatt mich auf das zu konzentrieren, habe ich 3 Stunden mit Gamen verbracht. Oder was habt ihr für Beispiele, die ihr selber kennt, oder? Und dann macht der Paulus etwas, was wir auch sehr oft machen. Der Paulus verbindet fälschlicherweise sein Versagen mit seiner Identität. Er koppelt das und sagt, was bin ich doch für ein elender Mensch. Steph, was bist du für ein? Jetzt hast du dich extra sportlich angezogen, aber du versuchst halt trotzdem auf dem Sofa mit deinen deinen Chips-Packung, oder? Das ist doch, jetzt, was hast du jetzt halt wieder gemacht? Und dann fragt der Paulus von tief unten, wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Wer kann mich von innen gegen aussen ändern? Wer kann das System ändern, dass ich neidisch wird, wenn jemand besser dasteht als ich? Wer kann mich aus dem Drang heraus helfen, mich zuzudröhnen, anstatt mich an einem Problem zu stellen? Wer kann mich von dem befreien? Wer kann mich von meiner Geldsucht befreien? Wer kann mich von meinem Medienkonsum befreien? Wer? Und dann macht er einen wichtigen Shift in seinem Denken. Er konzentriert sich auf den, was wirklich kann. Nämlich, Gott sei Dank, Jesus Christus, unser Herr. Jesus Christus ist wieder die Antwort. Jesus Christus ist, wenn wir neue Habits, neue Gewohnheiten machen wollen, er ist unser Fundament, er ist unsere Stärke, er ist unsere Hoffnung, er ist der, der uns weiterbringt, er ist der, der uns verändern kann, von innen gegen aussen. Jesus Christus, er ist der, der uns immer mehr in sein Ebenbild verwandelt. Jetzt, was sind die 3 Sachen, die uns eben daran hindern, um gute Gewohnheiten in unserem Leben zu etablieren und wirklich umzusetzen, damit wir zu dem werden können, wo wir sind? Das Erste ist Folgendes. Und das, was ich hier habe, das habe ich von dem Buch Atomic Habits. Für die es interessiert, könnt ihr das, ich tue das hier vom Kleingruppenblatt schreiben, dann könnt ihr das nachschauen. Okay, wir konzentrieren uns auf das Was,
aber wir verstehen nicht das Wie. Okay, was bedeutet das genau? Wenn wir etwas Neues anfangen wollen, ich meine, erstmal müssen wir uns schon mal auf die Schulter klopfen, weil jeder von uns will ja eigentlich das Gute. Jeder von uns will ja eigentlich einen gesunden Lebensstil. Ich glaube, ich kenne die wenigsten, die sagen, hey, und ich gebe alles, dass ich am Schluss Diabetes 2 habe. Woohoo! Und ich gebe alles, damit all meine Bankkärtchen gesperrt werden. Wow, dort will ich hin. Oder? Das sind wir nicht. Das sind wir nicht. Wir wissen, was wir wollen. Wir wissen, okay, ich möchte meine Finanzen im Griff haben, ich möchte gesund sein, ich möchte ein guter Christ sein, ich möchte gute, erfüllende Beziehungen haben, oder? Wir wissen, dass ich mehr Salat essen will, oder ein Mandarin oder zwei mehr als sonst, oder? Wir wissen das. Aber der Trick ist, oder das, wie sagen wir dem? Der Haken ist, wir überlegen uns nicht, wie wir zu diesem Ziel kommen. James Clear bringt das so, wo er sagt, Ziele bestimmen nicht den Erfolg. Also ich möchte mehr Sport machen in der Woche. 3-mal in der Woche Sport machen. Sondern Systeme bestimmen den Erfolg. Das Muster, das System, wie du dort herkommst, das bestimmt nachher schlussendlich, ob du erfolgreich bist oder nicht. Jetzt sagst du vielleicht, ja, okay, Steph, aber was hat das mit der Bibel zu tun? Wenn wir einen Blick in die Bibel hineinwerfen, dann finden wir sehr viele Lebensgeschichten von Menschen wie du und ich, die mit Gott unterwegs waren. Und dort drin sehen wir auch Beispiele von Menschen, die es geschafft haben, zum guten System aufzurichten und ihre Ziele erreichen. Und die es geschafft haben, zum schlechten System aufzubauen und aufzurichten und schlussendlich zur Verdammnis verdammt sind. Oder wie sagen wir denn? Ja. Einfach, sie haben keinen Erfolg gehabt. Ein Beispiel, ein negatives Beispiel. Der König Salomo. König Salomo war der reichste. Er war einer der weisesten, also gescheitsten Menschen gsi, oder? Er war reich und gross und gut und hat die schönsten Paläste und die feinsten Delikatessen gegessen. Doch er hat eine schlechte Gewohnheit gehabt. Seine schlechte Gewohnheit war, wer kann es ihm übel nehmen, er hat Frauen zu fest lieb gehabt. Er hat Frauen so fest lieb gehabt, dass wir lesen, dass er schlussendlich 900 Nebenfrauen gehabt hat. Das heisst, er ist völlig abgedriftet, was Gott sagt, ein Mann und eine Frau. Völlig, oder? Aber er hat seine Excuse gehabt. Er hat gesagt, du weißt, es ist aus politischen Gründen und so, es ist gute Beziehungen, oder? Wir haben immer einen Vorwand für schlechte Gewohnheiten. Was war das Resultat? Das Resultat war, er ist abgekommen vom Glauben von Gott von Israel. Er hat sich anderen Göttern zugewendet und die Macht ist ihm weggenommen worden und das Reich von Israel ist entzweit worden und es hat jahrelange Krieg gegeben zwischen der Familie von David und der restlichen Stamm. Tragisch, wegen einer schlechten Gewohnheit. Jetzt gibt es aber auch Menschen in der Bibel, die gutes System herausgefunden haben. Zum Beispiel einer davon ist Daniel. Daniel hat in einer Kultur geschaffen und gelebt, die völlig anders tickt hat als das Gesetz von Gott. Er war in Babylonien und er hat sich gedacht, wie kann ich da in dieser Kultur leben, obwohl die völlig andere Werte leben als das, was Gott in seinem Wort in der Bibel sagt. Dann hat er gesagt, okay, ich brauche ein System. Wer weiß, was sein System war? Okay, dreimal am Tag beten. Er hat gesagt, ich muss connected bleiben mit dem Gott. Darum tue ich mir am Morgen, am Mittag und am Abend Zeit nehmen, um Gott anzubeten. Und er hat das gemacht, Tag ein, Tag aus. Er hat konsequent das gemacht.
Und in der Geschichte hat man das Gefühl, dass seine Konsequenz ihn sogar dazu geführt hat, dass es schlecht rausgekommen wäre für ihn, oder? Wir kennen die Geschichte vielleicht noch von früher aus der Sonntagsschule, wo man niemand anders anbeten als der König Xerxes, aber Daniel sagt, nein, ich bleibe konsequent. Er betet dreimal am Tag und landet in der Löwengrube. Aber Gott ist treu. Er belohnt Daniel für sein System. Er rettet ihn aus der Löwengrube. Und was ist das Resultat? Der König Xerxes fastet sogar für ihn, obwohl er nicht einmal Christ ist, rennt ab am nächsten Morgen und sagt, lebst du noch? Und wo er sieht, dass er lebt, sagt er, wow, der Gott von Israel ist der einzig wahre Gott. Und er macht das Gesetz, dass im ganzen babylonischen Reich Menschen nur ihn sollen anbeten. Und das ist zurückführen auf ein gutes System von einem treuen, gottesfürchtigen Mann. Wenn wir konsequent Sachen machen, dann haben wir Erfolg. Was ist das Zweite, was uns hindert, unsere Gewohnheiten umzusetzen? Das Zweite ist, wir sehen nicht schnell genug Fortschritt. Okay? Leider sind wir ein bisschen faul in unserem Sein, okay? Das ist so, à la, boah, heute, diese Woche, gehe ich dreimal ins Gym. Und ich gehe dreimal ins Gym. Und ich habe das Gefühl, ich bin die fitteste Person und im Pure Gym dann sowieso. Und nächste Woche gehe ich auch nochmal dreimal in der Woche. Und dann denke ich in der dritten Woche, okay, jetzt ist die Stunde der Wahrheit angekommen. Ich gehe auf meine Waage. Und ich sage, what? Ich habe 2,5 Kilo zugenommen, statt abgenommen. Aber ich habe 3 Wochen her trainiert. Oder, und ich checke in dem Moment nicht, dass das meine Muskeln sind. Aber, oder, und wir gehen schnell auf. Oder du weißt, du willst dir die neue GBL Go Plus Base, was weiß ich, für Megaphones kaufen, Kopfhörer. Aber du weißt, die sind nicht ganz günstig. Und du sagst, okay, ich bin bereit, ich mache ein Opfer. Ich verzichte auf meine Energy Drinks und ich verzichte auf meinen Starbucks. Für einen ganzen Monat. Mit den Energy Drinks kommst du nicht weit, aber mit dem Starbucks kannst du doch irgendwie 30, 40 Franken sparen im Monat. Dann hast du die 30, 40 Franken gespart und du schaust den Preis an von diesen GBL Go Plus Kopfhörer an. Du merkst, was? Ich muss immer noch 260 Franken zahlen, die ich auf der Seite habe. Du sagst, komm, auf das kommt es doch gar nicht mehr drauf an. Ich gehe wieder in Starbucks und habe immer einen Double Cream Hot Chocolate Toffee Nut Cookie Cross Thing. Oder ich gönne mir jetzt eins. Oder? Und wir kommen zum falschen Trugschluss. Dass kleine Entscheidungen gar nicht so wichtig sind. Wir kommen zum Trugschluss, dass kleine gute Entscheidungen nicht so wichtig sind. Und wir sagen auch, kleine schlechte Entscheidungen sind auch nicht so schlimm. Ich meine, gönnen wir ja sonst nie etwas. Oder? Kennt ihr das? Wenn du mit deiner Freundin am Reden bist, und sie dir etwas Wichtiges wird sagen, du aber jetzt gerade den Schweizer Match am Scorer bist und schauen, wie weit das sie sind, dann geht deine Freundschaft nicht in Zerbruch. Aber wenn du das immer wieder hast, die Gewohnheit, dass wenn jemand mit dir schwätzt, du einfach abgelenkt bist, auf deine Smartwatch schaust, weil dir jetzt ein SMS geschrieben hat, ein WhatsApp geschrieben hat, oder was weiß ich, dann wird das über die Zeit zu dem hinführen, dass die Freundschaft kaputt geht oder oberflächlicher wird. Okay? Und das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern es geht langsam über Zeit. Oder? Und in diesem Buch bringt er das Beispiel von den 3-Minuten-Eier. Wer hat gerne 3-Minuten-Eier? Okay, doch einige. Oder? Was muss man machen? Die keinen fancy Kocher haben, die tun eine Pfanne und Wasser drin. Und dann muss man mal das Wasser aufheizen. Und es heizt sich langsam auf.
Und es gibt dann einen Moment, den Tipping Point, wo es dann das Wasser anfängt zu kochen und du endlich das Resultat siehst und du deine 3 Minuten Eier kannst geniessen und essen, oder? Aber oft sagen wir, ach komm, weißt du was, ich mache mir jetzt halt einfach Cornflakes, weil es geht einfach zu lang, bis das Wasser kocht. Okay? Manchmal hören wir einfach zu kurz und vorher auf, oder? Wir wollen das Resultat sehen. Wir sind begeistert von dem Christ, der so von der Gottesliebe erfüllt ist, von dieser Freude und so einen Frieden ausstrahlt. Und du siehst das in den Augen von dieser Person und wo Zeichen und Wunder erlebt und mit jedem Dude auf jeder Tram-Haltestelle über Jesus schwätzt und Heilige passieren, Zeug und Sachen. Und du denkst, boah, der wird hin. Aber du weißt nicht, wie viele Stunden im Geheimen, wo es niemand anders sieht, die Person im Gebet und im Bibelstudium verbringt. Das siehst du nicht. Und wenn du anfängst, kleine Entscheidungen, kleine gute Entscheidungen zu machen, Tag für Tag. Vielleicht ist das ein Gebetskalender, oder? Wo du sagst, okay, ich möchte jetzt für die Adventszeit werde ich jeden Tag beten. Und der Gebetskalender ist eine Hilfe, oder? Und dann sage ich dir, gib nicht auf. Weil manchmal ist es so, du betest, dann kommst du in Impact und dann sagt dir jemand irgendetwas Schräges, wegen, wie du aussiehst oder weiss was ich. Ich hoffe nicht, dass das der Fall ist. Aber, und du denkst, ah, so eine, oder? Und dann denkst du, ah, das Beten nützt gar nicht, oder? Aber wir müssen realisieren, dass kleine schlechte Entscheidungen eben doch wichtig sind und dass unser Leben die Summe aller Entscheidungen sind, die wir treffen. Erfolg passiert nicht über Nacht, sondern es sind kleine Schritte, wo das Wasser langsam zum Kochen bringen, bis wir Resultate sehen. Und darum sagt der Paulus in Galater 6,9, er sagt, lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Wird nicht müde, beim Gebetskalender dabei zu sein. Wird nicht müde, dich in der Kleingruppe zu treffen und auszutauschen. Wird nicht müde, deine Finanzen aufzuschreiben, deine Ausgaben auszuschreiben. Wird nicht müde, pünktlich zur Arbeit zu kommen. Wird nicht müde, die Wahrheit zu sagen, anstatt nur Halbwahrheiten. Wird nicht müde, Gott zu suchen und die Bibel lesen. Wird nicht müde, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Der letzte Punkt. Wir haben gesehen, wir fehlen, unsere Ziele zu erreichen. Warum? Weil wir uns auf was konzentrieren, aber nicht zu viel verstehen. Weil wir nicht schnell genug Fortschritt sind. Und das Letzte ist etwas, was ganz fest mit uns verbunden ist. Wir haben ein verzerrtes Selbstbild oder eine falsche Identität. Und das sabotiert dann unseren Erfolg. Was meine ich damit? Wenn wir die Bibel lesen und studieren und ein bisschen schauen, okay, wie greift der Teufel die Christen an? Was ist so eins von seinen Geheimwaffen, die er immer wieder bringt, um Christen zur Fall zu bringen? Was wir immer wieder sehen, und ich finde es einfach frech, weil er hat einfach nicht einmal vor dem Sohn Gottes Halt gemacht. Crazy. Was der Teufel immer und immer wieder bringt, ist, er greift deine Identität an. Er greift deine Identität an, weil er weiss, dass aus der Identität heraus dein Handeln fließt. Beispiel. Der Mose ist gerufen worden von Gott, um Israel aus Ägypten rauszunehmen. Ein riesen Glaubensheld, oder? Aber wie hat er reagiert, wo Gott ihn zum ersten Mal berufen hat? Seine Antwort war, was, ich? Nein, ich stottere. Ich kann nicht vor Leuten reden. Er hat ein verzerrtes Selbstbild von sich selber, das ihn dann begrenzt hat in seinem Potenzial.
Aber schön ist, dass Gott sagt, und trotzdem, oder vielleicht gerade wegen dem, will ich dich haben. Oder? Oder der Gideon. Der Gideon, der auch das Volk von Israel gerettet hat, von den Amalekiter. Sensationell. Wo Gott ihn berufen hat. Was war seine Reaktion? Was? Ich? Ich bin der Jüngste, ich bin der Schwächste, meine Familie ist die Kleinste, wir haben vielleicht gerade noch einen Ochs, wir haben doch gar nichts. Ich kann doch kein Anführer sein. Ich kann es doch gar nicht so weit bringen. Wer bin ich schon? Und manchmal haben wir das Denken, wo wir ein verzerrtes Selbstbild haben von uns selber. Und wir sagen, was ich? Ich kann mich ja eh nicht ändern. Wo wir uns vielleicht sogar zufrieden gegeben haben, um die zu sein, die halt immer 15 Minuten zu spät kommt. Ich kann mich ja eh nicht ändern. Wo wir wie das Gefühl haben, hey, ich bin jetzt einfach so. Ja, ich bin ja eh schon trinkfest. Dann kommt es ja eh nicht darauf an, ob ich jetzt ein Glühwein mehr, zwei Glühwein, drei mehr, vier mehr. Dann kommt es ja eh nicht darauf an, ich bin ja eh. Oder? Und das ist eine Lüge, das ist falsch. Das führt zu dem, dass wir uns selber blockieren und gar nicht aus dem herausbrechen können, weil wir uns falsch sehen. Oder? Es ist noch interessant, sie bringt da in dem Buch eine Geschichte von zwei Rauchern, die aufhören zu rauchen. Und der eine ist draussen und dann wird ihm eine Ziege angeboten. Und der eine sagt, nein, danke, weisst, ich versuche eben aufzuhören zu rauchen. Und der zweite sagt, nein, danke, ich bin nicht Raucher. Wer, denkt ihr, schafft es, mit dem Rauchen aufzuhören? Was denkt ihr? Der erste oder der zweite? Der zweite. Der sagt, ich stehe her und ich sage, ich bin ein Nichtraucher. Auch wenn es mich gelockt, auch wenn ich heute Morgen eine geraucht habe, auch dann sage ich, nein, ich bin ein Nichtraucher. Und das bringt schlussendlich zum Erfolg. Und genau das können wir umsetzen in viele andere verschiedene Sachen. Weil wenn es darum geht, uns zu fragen, wie kann ich gute Gewohnheiten in meinem Leben etablieren, dann frag dich nicht, was kann ich machen, sondern frag dich die Frage, wer will ich sein? Für was möchte ich bekannt sein? Was will ich, dass meine Freunde über mich sagen? Weil aus unserer Identität heraus kommt schlussendlich unsere Handlung. Wenn du weißt, wer du bist, dann ist ganz klar, wie du dich zu verhalten hast. Wenn ich auf Insta oder auf Facebook oder im Zug einen Anmaskenspruch oder eine Textnachricht bekomme oder so, dann weiss ich, wer ich bin. Ich weiss, ich bin die Frau von Ian. Und dann ist gar keine Frage, wie ich mich zu verhalten habe. Sondern es ist klar, ich lösche die Nachricht, ich entertain den Flirt nicht, auch wenn es vielleicht schmeichelhaft ist, sondern ich bleibe meinem Mann treu. Warum? Weil ich weiss, wer ich bin. Ganz simpel. Wenn ich weiss, dass ich Christ bin, dann weiss ich, wie ich mich zu verhalten habe, wenn Ungerechtigkeit passiert. Dann weiss ich, ob ich die Wahrheit sagen soll oder nicht. Dann weiss ich, ob ich grosszügig vergeben soll oder nicht. Weil ich weiss, wer ich bin. Aber weil wir uns zufrieden geben mit weniger als das, was Gott uns gedacht hat, lehnen wir uns zurück und sagen, ja, ich kann mich ja eh nicht ändern. Aber liebe Freunde, es tut mir so leid, euch enttäuschen. Die Bibel gibt dir die Option nicht. Du hast die Option, dich zurücklehnen und sagen, ja, ich bin jetzt halt so, wie ich bin. Die gibt dir die Bibel nicht. Warum? Römer 6, 6 bis 7 und 18. Was wir verstehen müssen, ist dies. Wenn du von heute Abend etwas mitnimmst, dann ist es das.
Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten. Der Mensch, der von Unsicherheit geprägt ist. Der Mensch, der ein Control-Freak ist und vielleicht ein bisschen manipuliert hat, damit es ja so geht, wie es einem passt. Der Mensch, der vielleicht in verschiedenste Sücht verwickelt war. Der Mensch, der nachtragend war. Der Mensch, der noch ohne Christus gelebt hat, ist mit ihm Christus gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, ist vom Herrschaftsanspruch der Sünde befreit. Jetzt leben wir in einer anderen Realität. Und die Realität ist, ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss nicht mehr niedrig sein. Ich muss nicht mehr nachtragend sein. Ich muss nicht mehr gebunden sein an dieser Sucht. Ich muss nicht mehr. Ich kann jetzt frei sein. Warum? Denn ihr seid von der Herrschaft der Sünde frei geworden. Ihr könnt, du kannst, sag ich kann jetzt Gott dienen und das tun, was ihm gefällt. Warum? Weil es ist seine Kraft, sein Geist, der in mir und in dir wirkt und uns den Wunsch gibt, zum Guten zu machen. Der uns hilft zu unterscheiden, was ist von Gott, was ist nicht von Gott. Und wie, indem wir nahe bleiben bei Gott und uns von ihm sagen lassen, wer wir sind. Wenn ich tagtäglich meine Bibel lese und bete, dann weiss ich, hey, ich bin durch und durch geliebt, mir ist vergeben. Und darum muss ich nicht mehr competen mit meinem Nachbar. Darum kann ich grosszügig sein. Und so, bei mir möchte ich dich fragen, wer willst du sein? Nimm die Frage mit. Du kannst die Frage dir jetzt überlegen. Wir haben hier in der Mitte links haben wir ein Kreuz mit Papier und Stift und Bibel, wo du vor Gott kannst kommen und dir das überlegen, wo du wirst sagen, okay, ich möchte eine gottesfürchtige Frau sein, ich möchte ein gottesfürchtiger Mann sein. Oder ich möchte ein schuldenfreier Mensch sein. Ich möchte eine gute Zuhörerin sein. Ich möchte jemand sein, der viele Menschen zu Jesus bringt. Du kannst das hier machen, vor dem Kreuz. Wir haben auch das Gebetsteam, das während dem Worship für dich da ist. Jenny und Simon sind für dich da heute Abend. Das ist hinten rechts im Ecke. Und wir haben auch das Abendmahl, wo du vor Gott kommen kannst. Wo du kannst sagen, hey, Jesus, ich schaffe es nicht aus eigener Kraft, aber du bist für mich gestorben. Ich bin tot für die Sünde. Du und du mir weiterhelfen. Und in den nächsten 2 Wochen werden wir ganz praktisch anschauen, was du kannst in deinem Alltag machen und umsetzen, um gute Habits in deinem Leben zu integrieren, die dir zum Guten dienen.